Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Und der Drescher braucht eigentlich eine Inspektion, ey. Egal, ich muss ernten. Ich kann nichts machen, ich muss. Naja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder. Und wie gesagt, kann man gucken, dass wir hier dran kommen, noch ein Stück zurück. Na, was ist denn da los? Aber. Ja. Heute müssen wir mal ein bisschen Dinkel ernten. Noch nicht alles, aber ein Teil, weil einfach ein Teil erntereif ist. Das müssen wir machen. Ich werde so viel ernten wie möglich. Den Rest wird mal ins Silo reinlagern. Und ich muss gleich mal nachfragen, was denn nun mit der Agrargenossenschaft los ist. Ob die jetzt genehmigt ist, durch ist oder nicht. Weil bin ich jetzt behämmert? Ist es jetzt erntereif oder nicht? Erntereif, okay. Weil der Vin Diesel ja gerade meinte, da gäbe es Unstimmigkeiten. Ach, dass da das Unkraut drauf ist, das ärgert mich, ey, aber richtig. Servus. Servus. Hat von euch einer Zeit, einen Anhänger mir ins Feld zu fahren? Kann ich machen, ich bin ja hier gerade auf deinem Hof. Ah, supi. Hast du eine Ahnung, was da passiert ist? Wieso, weshalb, warum das so ist, wie es ist? Keine Ahnung. Viel zu schnell, ey. Und vor allem, ich habe hier überall Unkraut drauf. Was ist er das? Das ist das Ärgerliche. Höchstwahrscheinlich durch das Erdklima, was sich ja verändert, dass das jetzt schneller erntereif ist alles. Na. Weil die Temperaturen steigen auch schneller hoch und dadurch, ja, weiß ich selber. Hoffentlich ist es nicht dauerhaft. Nee, hoffe ich auch. Gut. Du musst auch schon ernten, oder? Oder ist bei dir noch gering? Warte. Bei mir ist es noch, bei mir ist noch gering. Bei mir ist gerade erstmal das Vorgewende, was ich gefahren hatte, erntereif, aber die Mitte noch nicht. Ja, aber wenn dir die vorher verdorrt, ist auch scheiße. Das ist schon richtig. Also ich werde jetzt so weit wie möglich abernten. Ja. Und dann erstmal einlagern. Richtig. Ja,
Soll ich dann gleich, wenn ich die Schweine verkauft habe, der Stefan ist, glaube ich, jetzt am Ernten. Jo. Soll ich danach hoch zum Stefan fahren, sein Feld ansehen? Wegen Gras? Ja, könntet ihr machen. Gut, dann mache ich das dann Wie gleich. schaut's aus mit dem Frontlader? Der Björn hat sich noch nicht gemeldet. Was ist mit dem Frontplaner? Ja, ich habe dir doch gesagt, dass ich mir Frontlader und GPS an den Trecker anbauen lasse. Ach so. Aber du, mir fällt gerade ein, ich habe ja noch einen Massai. Der hat ja Frontladekonsole dran. Ja, aber ob der die Baumstämme gehoben kriegt, ist so die Frage. Ah, 12 Meter. Nicht, dass er dir dann nach vorne weggibt. Ja, wenn ich die einzeln nehme, ich habe ja noch ein großes Gewicht dran. Stimmt. Also könnte sich ausgehen, werde ich mal ausprobieren müssen. Ende der Woche oder wenn es dann halt soweit ist. Naja. Okay. Also du stellst mir noch einen Hänger ans Feld. Ja. So wie ganz hier unten an die Einfahrt stellen. Mache ich. Gut, bis deine. Bis dann. Gut. Dann haben wir einen Anhänger da stehen, dann können wir vorne auch entladen. Mein viel wird hier jetzt nicht, also so viel wird jetzt erstmal nicht runterkommen von dem Feld, denke ich. Vor allem auch wegen dem Unkraut. Ist halt doof gelaufen. Und wir werden probieren mit Masai Ferguson, der bei der Kartonproduktion steht, mit einer Palettengabel. Da wird man dann, mit dem müssen wir mal zum Hof fahren. Müssen wir den, die Poltergabel dran machen. Wenn die überhaupt am Hof liegt, ich hoffe mal, oder ich denke mal. Und dann müssen wir da, oder können wir damit, denke ich schon, die Baumstämme verladen. Das müsste sich ausgehen. Na, der steht ja schon da. Supi. Oh, ich wollte Stroh hier abladen. Was soll denn das? Bin jetzt doof. Verwirrend. Also ich werde natürlich gucken, dass man wenigstens auf dem Pachtfeld dann so viel Dings hier, dass man da auf jeden Fall
Dass wir da auf jeden Fall Dings drauf kriegen. Kein Unkraut. Weil das wäre sonst ziemlich bescheiden. Weiter. Jetzt ist nur die Frage, wie man hier ordentlich entlang kommt, ohne dass ich mir zu viel von der Frucht beschädige. Das wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Aber ich versuch's mal. So. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Also, ich finde auch trotz allem machen wir eigentlich relativ gut Umsatz. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier groß Minus machen. Sondern ich schaffe es eigentlich immer wieder mal ziemlich gut zu investieren. Der Drescher, ich meine, der kostet uns auch 232.000, da müssen wir auch noch 132.000 zurückzahlen. Und da könnte ich auch mal den Herrn Blaubeer anrufen. Klingelingeling. Ja, Herr Blaubeer. Hallo, Herr Blaubeer. Folge Barone hier. Hi. Ich habe doch von euch, beziehungsweise von Racex, einen Drescher abgekauft. Ja. Beziehungsweise, ich bin ja noch dabei, ein paar Wochen. Monate. Ja. Weißt du, wie viel da noch offen ist? Lass mich mal kurz nachschauen. Also auf meinem Zettel stehen 132.000. Ja, genau. Gut. 50 kriege ich gerade nicht hin, aber ich würde jetzt mal 32.000 überweisen. Dann wären nur noch 100 offen. Noch eine glatte Summe offen. Ja. Ja. Kein Problem. Machen wir. Gut. Moment, ich gehe mal gerade. Ja, Online-Banking ist einfach was Geiles, ey. Geld überweisen. 32. Und die Geschäfte? Oh ja, läuft, ne? Muss ja. Aber nee, alles gut. Die Gemeinde hat mir mal wieder Holzkohle abgekauft, von dem her. Ja, das ist doch so schön. Läuft's. Jo. Ja, bin jetzt. Haben wir konnten wir jetzt endlich mal wieder ein Waldstück kaufen? Cool. Weil ich habe gerade ein bisschen Mangel an Bretterpaletten und komme somit auch nicht zur Palettenproduktion. Okay. Das ist gerade so die knapp die Engstelle. Ja, wenn du Nägel brauchst, sag Bescheid, ne? Müsste ich eigentlich noch welche haben. Wie gesagt, ich kann gerade keine Leerpaletten produzieren. Achso, ja, genau. Ich sag dir nur, wenn in Zukunft, wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ja, sind noch fast 20.000 da. Eieiei. Ah. Bin ich heute zu doof zum Ernten, ey. Der Klimawandel ist auch schlimm. Plötzlich hier ein erntereifes Feld gehabt. Halb erntereif.
Naja. Und sonst Kühe läuft? Ja, alles prima. Wächst und gedeiht. Momentan bin ich alleine, alle beide sind auf dem Lehrgang. Oh. Aus hier durch die Gegend. Okay. Na, einer muss arbeiten, ne? Ja, ein trifft's immer, ne? Einer ist der Dumme. Ja, wenn du mal Bock hast, kommst du auf ein Bier vorbei, ne? Ja, mach ich. Wenn du zu viel Stress hast. Komme ich mit Sicherheit drauf zurück. Gut. Na, bis dann erstmal. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. So, apropos Bier. Ich wollte mir eigentlich mal eine Palette beim Herrn Neumann bestellen. Ich glaube, der hat die Produktion. Ja. Oder? Ja. Klingelingeling. Hallo, hier ist der Neumann. Ja, servus, Folge hier. Moin. Wie schaut's denn aus? Lieferst du auch aus der Brauerei nach Hause? Kann man drüber reden, ja. Ich hätte nämlich immer Interesse an so einer Palette. Hört sich gut an. Ich brauche mal ein bisschen Vorrat, weißt du? Für schlechte Zeiten, gute Zeiten. Und vor allen Dingen das Grünfelder Landbier, du. Ja, das wollte ich schon längst mal probiert haben. Ja, jetzt läuft sie gerade an. Ja, dann sagst du mal Bescheid, wenn du eine Palette über hast. Zahl dir natürlich auch 2 Cent dafür. Nee, nee. Da kommen wir nicht ins Geschäft. Ja, okay. Wenn du unbedingt willst, zahle ich gar nichts. 4000 Liter? Hallo? Ja. Meldest dich, wenn es soweit ist. Ja, melde ich mich. Gut, bis dann. Ciao. Jo, ciao. So, gut, also Bierpalette kriegen wir auch, wenn es soweit ist. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.